Komm, Justin, Mann, nicht weinen, ey. Das tut mir voll leid für dich. Wein bitte nicht. Ihr? Ja, voll traurig einfach heute, denn wir haben schlechte Neuigkeiten. Leider müssen wir uns von Justin trennen. Er wird leider Spielgruft verlassen, denn wir haben einfach viel zu wenig Klicks. Das ist unser Hauptproblem und wir können Justin einfach nicht mehr bezahlen. Und deswegen haben wir durch ein sehr, 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 sehr komplexes Ausschussverfahren... Kopf oder Zahl? Kopf. Nein! Yeah. Nein! Yeah. Hat einfach Justin getroffen und ja, er wird jetzt die Spielgruft einfach verlassen. Aber ich besorge dann dieses Jahr die Pressekarten für die Gamescom. Pressekarten für die Gamescom? Hab ich das gerade richtig verstanden? Ist dieses Jahr Gamescom? Ja, nächste Woche schon. Nächste Woche? Verdammt! Und du besorgst die Pressekarten, dafür stimmt. Ach, weißt du was? Dann verschieben wir das Ganze einfach, ne? Wer braucht schon Kündigungsverträge? Das ist doch alles gar kein Problem. Du bist wieder dabei. Geil. Ja. Geil. Okay. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Die Gamescom ist ja nächste Woche wieder und offiziell fängt sie ja am 22.08. an. Das ist der Dienstag und das wird dann auch der Pressetag sein und auf den habe ich richtig Bock, denn ja, wir gehen dahin. Ja, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich meine, ich war letztes Jahr schon da, aber leider alleine und das ist natürlich auch nicht so cool. So, aber dieses Jahr sind wir nämlich alle zum dritt sind wir da. Hier, Simon, ein Kumpel und ich sind dann schön auf dem Pressetag. Ja, und da können wir halt echt viel für euch machen. Ja, wobei das letztes Jahr, das Video war ja schon super informativ, war auch geil, war einfach nur schade, dass du da nur alleine hingehen konntest, aber jetzt zu dritt, das wird auf jeden Fall mega bombisch. Wir haben auch zwei Kameras dabei und wir werden versuchen, oder was heißt versuchen, wir werden das Beste aufnehmen. So, wir wollen das Interessanteste aufnehmen und natürlich auch ein bisschen rumjoken da. Einfach mal gucken. Es wird bestimmt ein richtig geiler Tag und ja, bam. Ja, also das, ich denke mal, wir werden einfach mal auch so einen Einblick in die Hallen geben, weil am Pressetag sieht man vielleicht ein bisschen mehr. Und der Vorteil daran ist, dass ihr dann erfahren könnt, wo einfach das Beste ist. Ne? Weil, wie jeder weiß, am Anfang ist es immer super voll und man weiß nicht, wo ist jetzt was, wo, in welcher Halle gibt es was. Ne? Ja. Und dann wisst ihr halt direkt, wo ihr hin müsst, wenn ihr das und das sehen wollt. Ja, vor allem was auch Neues. So, man kann ja vorher schon gucken, in welcher Halle ist welches Unternehmen. Aber dann so genau, was stellen die überhaupt genau vor? Und es gibt ja auch diese ganzen Newcomer, so, die dann auch mit diesen VR-Brillen, das ist ja sowieso mega im Trend und dann wollen wir einfach mal gucken, was kann man davon auch wirklich sich geben und was einfach interessant und wo kann man am Anfang einfach hinlaufen, wo macht es mehr Sinn, weil irgendwie an den Blizzard-Stand zu laufen oder so, kennt ja jeder so, da braucht man ja einfach schon einen ganzen Tag für, um da irgendwie alles mitzukriegen, deswegen... Ja, werden wir dann auf jeden Fall jede Halle abklappern. Pressetags allgemein auch schon ziemlich viel los, aber immer weitaus weniger wie an den normalen Tagen und da wird schon einiges bei rumkommen und die den Channel jetzt hier kennen, können sich da auf jeden Fall, also können dann auf dem hier unserem Channel, werden auf jeden Fall ein richtig geiles Video zu sehen bekommen. Ihr könnt euch das dann abends angucken und wisst schon mal, wo gehe ich hin am besten. Genau, ja. Ja, viel mehr gibt es da eigentlich auch nicht zu sagen. Nächste Woche sind wir dabei und ich hoffe, ihr werdet euch das Video dann auch angucken. Wir haben noch das von dem letzten Jahr, das können wir euch einfach mal einblenden. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt es euch an. Dann wisst ihr vielleicht, was mit dem anderen Video auf euch zukommen wird. Ja, ansonsten... Ja. Denkt dran, wir brauchen das Geld, weil sonst ne, einer muss hier gehen. Ja. Das wird langsam hier, das ist langsam nicht mehr feierlich. Ja. In dem Sinne, Leute, freut euch auf die GC. Wir sind nicht so weit weg davon. Wir haben zum Glück nur ein paar Meter in Anführungsstrichen dahin und es wird auf jeden Fall bombig. Wir freuen uns, freut euch auch. Und auf jeden Fall. Und keine Ahnung, vielleicht gibt es auch Leute, die das jetzt schon gucken und selber am Pressetag sind und einfach mal Hallo sagen wollen. Ja. Vielleicht sehen wir auch ein paar bekannte YouTube-Gesichter, wo wir einfach mal ein Hallo oder sonst mal schauen. Was Alles klar, Leute, dann Peace out.